Damals war ich noch schnell und wendig, was ich heute nicht mehr so bin. Da habe ich Michael Jüngling getroffen, mit dem ich auch einige Jahre in Ilmenau zusammengespielt habe. Und da haben wir uns halt, bevor wir auf den Rasen betreten haben, noch umarmt und alles. Da kam Robert auch, jetzt hör auf, so nett zu sein und alles. Ich bin halt so ein Typ, ich freue mich halt, wenn ich Leute sehe, die ich schon ein paar Wochen, Monate nicht gesehen habe. Und ja, Jena hauptsächlich. Eigentlich war Jena mehr interessiert als Erfurt. Die Leute wissen nicht, was hinter den Kulissen passiert ist und ich lasse dann auch nicht glauben, es bringt auch nichts zu diskutieren. Ich weiß, wie es war und ich bin mit mir im Reinen, deswegen. Falls du es noch nicht gesehen hast, wir haben gerade noch einen Gast bekommen in unserer FUPA. Ist nicht das? Ja, jetzt ist hier ein roter Aufzeichnungsbutton, ne? Ja. Okay, dann herzlich willkommen zur zweiten Runde in der FUPA, in unserem neuen Format. Hier wollen wir Thüringer Fußballer vorstellen und haben heute Abend zu Gast Marc Fernando, Offensivspieler vom FSV Martin Roda aus der Oberliga. Grüße ich ganz herzlich. Hi Marc. Und wir haben André da, die FUPA-Institution. Und gemeinsam wollen wir heute mal den Marc ein bisschen besser kennenlernen, seine fußballerische Laufbahn mal angucken und einfach mal ins Gespräch kommen. Erste Frage, Marc, wie geht's dir? Ist aktuell fußballfreie Zeit? Was treibst du so? Wie sieht dein Alltag aus ohne Fußball? Ja, hallo Felix, danke erstmal. Mir geht's super. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ja, die fußballfreie Zeit gestalte ich eigentlich viel mit meiner Familie, mit meiner Tochter, mit meiner Freundin. Ich habe wahnsinnig viel Zeit für die beiden, das ist auch schön. Ja, und ansonsten machen wir Trainingspläne, die uns Robert Fischer wöchentlich zukommen lässt und versuche uns so gut wie möglich fit zu halten, falls hoffentlich bald irgendwann mal wieder losgeht. Wie sieht denn der Trainingsplan aus vom Robert? Viel laufen oder ist auch ein bisschen Stabi, Kondi, was ist das? Nee, ist eigentlich alles mit dabei, von Stabi bis Laufen bis Schnelligkeit, Ausdauer mit Ball. Wir sind ja in Zusammenarbeit mit dem Fitnessclub Sunshine, das ist hier in Ilmenau Fitnessstudio. Mhm. Und der Nils Milde, der ist da Fitnesstrainer, der ist auch Trainer bei uns in den B-Junioren, glaube ich, im Verein. Und der stellt auch immer mal ein paar Hilfevideos rein. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Und ja, ist halt besser als gar nichts machen. Aktuell ist ja auch ein bisschen Thema, dass die Teams zum Teil zurückkehren auf den Platz unter großen Auflagen. Wie ist es bei euch? Gibt es da Pläne, dass ihr da vielleicht mit einem Konzept, mit einem Hygienekonzept da in Kleingruppen wieder zurückkommt auf den Platz oder wartet ihr da erstmal die nächsten Wochen, die nächste Entwicklung ab? Also Stand jetzt ist in Martin Roda der Sportpark noch gesperrt. Also wir dürfen uns nicht dort aufhalten. Aber in Ilmenau ist seit einem Wochenende der Sportplatz wieder auf. Das heißt, ich war am Wochenende auch schon dort, habe mit Benny Hertel und Tobi Metzmacher zu dritt haben wir ein bisschen was mit Ball gemacht. Aber wann es in Martin Roda, also die Gemeinde, wieder erlaubt, auf das Sportgelände zu gehen, zu betreten, das können wir leider noch nicht sagen. Wie ist es, wenn es nächste Woche erlaubt wäre, nur mal rein im Konjunktiv? Würdest du sagen, ja, sofort machen, weil ist ja jetzt auch so, bis wieder gespielt werden kann, ist ja noch eine Menge Zeit, ne? So richtig eine Saisonvorbereitung wäre es dann jetzt auch nicht, ne? Wie würdest du das so sehen? Ja, also ich würde es begrüßen, dass endlich wieder losgeht, weil ich glaube, wir haben es lang genug zu Hause gesessen. Natürlich dürfen wir das Virus auch nicht unterschätzen, aber ich glaube, wir haben im Ilmkreis einen Infizierten bis jetzt, also jetzt noch, und ich sag mal, jetzt im Ilmkreis ist es jetzt nicht so schlimm wie in anderen Regionen. Wir hatten auch einen Nachbarort von Ilmenau, Neustadt am Rennweg oder Rennsteig, wie es heißt. Das war komplett unter Quarantäne, 2 Wochen. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, ist da jetzt auch wieder alles gut. Und ja, deshalb finde ich, dass es endlich wieder losgehen kann. Okay. Eure Liga ist ja jetzt abgebrochen worden, beziehungsweise offiziell heißt es ja, man lässt sie auslaufen. Das bedeutet ja auch für euch, dass ihr nächstes Jahr wieder Oberliga spielt. Wie ist es so?
Ist ja jetzt der Klassenerhalt auch am grünen Tisch? Ist das irgendwie blöder oder sagt er, nee, nehmen wir mit, ist alles okay? Wie ist denn da die Gefühlslage? Ja, also für mich persönlich, also ich freue mich, dass wir noch ein Jahr, also nochmal die Chance bekommen, uns nochmal ein Jahr in der Oberliga zu beweisen. Worauf ich überzeugt bin, dass wir auch aus eigener Kraft den Klassenerhalt geschafft haben. Gerade wenn man das letzte Spiel gegen Einburg gesehen hat, hat, glaube ich, jeder in der Liga gesehen, dass wir es können. Wir hatten in der Hinrunde vielleicht ein bisschen Pech, sind ein bisschen leichtsinnig an die Sache rangegangen. Oberliga, haben gedacht, gut, wir sind in Thüringen-Liga jetzt aufgestiegen. Wir wuppen das Ding Oberliga mit links, aber so ist es nicht. Mussten uns da erstmal reinfuchsen und ich glaube, im Winter haben wir uns noch gut verstärkt auf 2, 3 Positionen. Und man hat gesehen, mit Eilenburg hat man eine Spitzenmannschaft, die sind Vierter, glaube ich, oder Dritter gewesen, die wir auch schlagen und dominiert haben. Ja, und deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir es sportlich geschafft hätten. Natürlich jetzt ist es halt einfacher zu sagen, am Grüntisch wurde es entschieden. Und ja, wir freuen uns natürlich auf das nächste Jahr Oberliga und werden alles versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen und so früh wie möglich den Klassenerhalt zu schaffen. Du hast gerade gesagt, ihr seid da aufgestiegen als Spitzenreiter der Thüringenliga logischerweise. Der Unterschied Oberliga-Thüringenliga, wie würdest du den charakterisieren? Wieso habt ihr denn so viel Lehrgeld zahlen müssen? Also der Unterschied ist ganz klar eine Chancenverwertung. In der Oberliga sind halt jede Chance ein Tor. In der Thüringenliga hat man ja gesehen letztes Jahr, ich glaube, wir haben viele Spiele noch gewonnen, wo wir schon 2-0 zurücklagen. Und das ist in der Oberliga halt unmöglich. Sag mal, wenn du schnell mit 2-0 in Rückstand gerätst, ist es da riesenschwer, da wieder ranzukommen. Bestes Beispiel war das Pokalspiel in Geraberg. Ich glaube, es war das Viertelfinale oder Achtelfinale. Wo wir 2-0 gewonnen haben, aber Geraberg hat da eine Phase gehabt, wo sie drückend überlegen waren, hatten wirklich 500%ige und davon war keine drinne. Und in der Oberliga wird es halt knallhart bestraft, dass auch die Ergebnisse sieht, wie wir in Eilenburg 6 Stück bekommen haben, in Sandersdorf 5 Stück. Und ja, so ist das halt gekommen. Aber ich glaube, dass wir da, wie gesagt, im Winter viel dazugelernt haben und dass wir das geschafft hätten. Auch vor allem im defensiven Konstrukt wahrscheinlich euch ein bisschen mehr stabilisiert, oder? Ja, genau. Robert hat dann im Winter die Fünferkette einstudieren lassen. Haben mit dem Jan Roschlaub von Rot-Weiß Erfurt noch auch einen wichtigen Spieler dazu bekommen. Und ich sage mal, mit der Fünferkette ging zwar nach vorne nicht viel, was auch dem Ausfall von Serdar geschuldet war, über den auch sehr viel ging. Und ja, durch die Fünferkette haben wir mehr Stabilität hinten reinbekommen. Man sieht ja auch, im Gegensatz zu den 3 Spielen der Hinrunde haben wir viel weniger Gegentore bekommen. Und nach vorne geht halt immer was. Benny Hertel ist halt immer für ein Tor gut, wenn es halt das Entscheidende ist, wie gegen Eilenburg. Ja. Und ist Marc Fernando auch immer für ein Tor gut? Marc Fernando ist eigentlich auch immer für ein Tor gut. Aber natürlich, wenn Benny Hertel besser steht, spiele ich Benny Hertel den Ball zu. Ja. Und ich glaube, Vorbereitung ist genauso wichtig wie der Torschütze, sagt unser Trainer immer. Und ja, natürlich habe ich in Martin Roda nicht so viele Tore geschossen wie in meiner Station in Ilmenau davor. Aber es ist auch geschuldet, dass Benny der klare Stürmer ist und ich mehr aus der hängenden Position oder Achter. Aber teilweise, wenn Not am Mann ist, habe ich Sechser gespielt und ich stelle mich da einfach in Dienst der Mannschaft und gebe mein Bestes. Und wer die Tore schießt, egal, Hauptsache, wir sind am Ende des Tages erfolgreich und die 3 Punkte mit. Ihr hättet ja diese Saison sowieso noch ein riesengroßes Highlight gehabt, oder habt ihr vielleicht auch noch, ja, nach lang hin und her, stand ja dann auch fest, dass er im Pokalfinale bereits steht. Ist irgendwie jetzt eine blöde Situation. Ich glaube, jetzt am Wochenende wäre der Finaltag der Amateure gewesen, da wär dieses Spiel gewesen. Habt ihr irgendwie da ein bisschen Bedenken, dass er das Highlight gar nicht so miterleben könnt? Oder gibt es da irgendwie Signale, dass man euch gesagt hat, nee, das findet auf jeden Fall statt, sobald es wieder geht? Wie ist denn da der Stand jetzt zu dem Pokalendspiel? Also gestern war er im Thüringen-Journal auf dem MDR, das MDR zu Gast bei uns im Sportpark. Und da hat unser sportlicher Leiter Dirk Keller Auskünfte gegeben. Und so wie es aussieht, beziehungsweise Sven Wenzel vom Spielausschuss des Thüringer Fußballverbandes hat gemeint, dass das Spiel definitiv stattfinden wird, weil der DFB plant, den DFB-Pokal nach hinten zu verschieben und
er denkt, dass August, September das Finale ausgetragen werden kann. Wäre richtig bitter, wenn das ein Geisterspiel sein müsste, oder? Das wäre wirklich richtig bitter. Wir haben einmal die Chance, mit Martin Roda, mit so einem kleinen Dorf, im Finale zu sein und dann spielst du vor einer Null-Zuschauer-Kulisse. Ja. Jetzt bist du ja seit, ich würde gerne mal einen Schritt zurück machen, seit 2018, Sommer 2018 bist du ja Martin Roda. Vorher genau. Warst du Ilmenau, Hauptstadt Ilmenau. Ja. Genau. Könntest du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, zu deiner Jugendzeit, die war ja ausschließlich in Ilmenau, dann bist du nach Hauptstadt gegangen. Warum bist du den Schritt gegangen? Wie war deine Zeit in Hauptstadt? Und dann bist du ja erneut zurück nach Ilmenau. Vielleicht kannst du ein bisschen was so von deinem Werdegang mal erzählen. Ja, also zum Fußball bin ich gekommen mit 6 Jahren. Also das müsste 1997 gewesen sein. In Ilmenau damals bei Thomas Laube. Das war einer meiner größten Förderer damals und wenn nicht sogar der erfolgreichste Trainer im Ilmenauer Nachwuchs. Leider ist er ziemlich früh von uns gegangen. Ja, dann ging es weiter Ilmenau, habe ich alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Natürlich war ich auch immer in Erfurt und Jena zum Probetraining und alles. Mhm. Aber das hat alles nicht immer so hingehauen, weil mein Vater damals in alten Bundesländern gearbeitet hat, in Bamberg. Über 20 Jahre und meine Mutter war hier und mit mir und er ist immer nur am Wochenende gekommen. Und natürlich muss man auch sagen, Internatsplatz kostet ja auch ganz schön Geld und zu der Zeit war es halt einfach nicht möglich, dass wir uns da 3 Haushalte leisten konnten. Also die hätten dich aber genommen in Erfurt oder in Jena, ja? Ja, Jena hauptsächlich. Eigentlich war Jena mehr interessiert als Erfurt. Mhm. Ja, mit Fabian Paradies, Chris Kriebel, das war ja die goldene Generation, sag ich mal, damals von Ilmenau. Wir waren eigentlich fast jede Transferperiode in Jena zum Probetraining. Ja. Ja, und die wollten uns eigentlich alle 3. Und die beiden sind ja den Weg dann nach Erfurt gegangen und ich bin halt in Ilmenau geblieben. Bis hin zum Männerbereich. Bereust du das heute? Ja, was heißt bereuen? Natürlich hätte ich es gern versucht. Aber wer weiß, ob es auch nicht geworden wäre. So habe ich meine Ausbildung abgeschlossen hier und habe jetzt einen Beruf in der Hand. Und kann halt sagen. Guter Einwand. Ich habe ja wieder mein Poesiealbum ausgepackt. Eine Frage ist da auch, was wolltest du denn früher werden? Früher jeder wollte, glaube ich, immer Polizist oder Feuerwehrmann werden. Aber ich wollte eigentlich schon immer, sage ich mal, Fußballer werden, auch durch meinen Vater, der auch sehr fußballbegeistert ist und war. Und das war eigentlich so mein großer Traum, sag ich mal. Mhm. Welchen beruflichen Weg hast du dann eingeschlagen? Ich habe dann nach meinem Realschulabschluss habe ich eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht, die ich dann abgeschlossen habe. Wurde dann leider nicht übernommen in meinem Ausbildungsbetrieb. Dann habe ich 3-4 Jahre in einem Dreischichtsystem gearbeitet. Das war auch während meiner Zeit in Hauptstadt. Das war auch immer ein ganz schöner Akt, den ich da zu bewältigen hatte, vom Training ins Auto, auf die Autobahn, in die Nachtschicht. Und das war schon alles nicht ohne. Und jetzt bin ich seit 5 Jahren bei Lesser und Ludwig Aufzüge in Ilmenau tätig. Genau. Jetzt gut wieder in der Heimat. Ja, ich wollte nicht unterbrechen. Du warst in deiner Jugendphase, hast gerade beschrieben, wie sich der Weg fast nach Jena geführt hätte, bist dann aber trotzdem in Ilmenau geblieben, hast ja, glaube ich, dort dann von der F-Jugend bis zur A-Jugend alles durchlaufen. Ich glaube, auch eine recht erfolgreiche Zeit schon im Nachwuchs gehabt, oder? Genau, wir sind in E-Junioren damals 2002 Thüringer Landesmeister geworden. Haben dort Jena, Erfurt und Gera geschlagen. Unter anderem bei Erfurt hat Dan Twarzyk gespielt, Julian Börner. Mhm. Und ja, wenn man sieht, wo die heute alle spielen und wo ich jetzt spiele, das ist schon bitter, wenn man denkt, das hätte man auch machen können. Ja, aber jetzt ist es so, wer weiß, was alles gekommen wäre. Jetzt habe ich ein Kind, eine Freundin. Ich bin so zufrieden, wie alles gelaufen ist, im Endeffekt. Sehr gut. Und im Männerbereich war für dich dann auch klar, ich gehe den ersten Schritt auch bei der Germania im Hammergrund? Oder gab es da schon irgendwie die Verlockung zu sagen, ach komm, hier gibt es auch Angebote aus der Verbandsliga, Oberliga schon. Ich will es gleich mal als 17-, 18-Jähriger ein bisschen höher probieren?
Nee, das eigentlich nicht. Zu der Zeit hat Ilmenau ja noch in der Verbandsliga gespielt. Das war, glaube ich, 2008, 2009. Da bin ich auch mit 17 Jahren dann in die erste Männermannschaft gekommen, habe dort meine ersten Sprünge gemacht. Und ja, es war halt auch sehr lehrreich unter Leuten wie Tobias Huck, Marian Zachert und Nico Kien. Das war schon beeindruckend, wie die einen da aufgenommen haben. Natürlich Tobias Huck, wie man ihn kennt, dann von der Seitenlinie immer impulsiv. Aber trotzdem, er war Kapitän und ich glaube, jeder hat von ihm profitiert und gelernt und es war schon sehr hilfreich dann. Der Weg führte dann trotzdem irgendwie nach Hauptstadt, ne? Du, wie viele Jahre warst du nachher in Ilmenau im Männerbereich, bevor du nach Hauptstadt gewechselt bist? Ich glaube vier Jahre habe ich dann in Ilmenau Männerbereich, also 2 Jahre Landesliga. Dann sind wir ja leider abgestiegen 2010. Dann habe ich noch 2 Jahre Landesklasse gespielt. Aber da war dann auch die Aussicht auf Aufstieg, weil die ganzen Leistungsträger sind dann nach und nach gegangen. Und dann irgendwann habe ich auch gedacht, gut, jetzt Landesklasse. Ich war, glaube ich, 22. Da habe ich gedacht, gut, probierst es, guckst dir mal was anderes an. Ja, und dann kam halt Hauptstadt und der Kontakt ist zustande gekommen durch Julius Benkenstein. Der ist damals in den A-Junioren zu uns gekommen, nach Ilmenau, hat dann mit mir 4 Jahre in Ilmenau zusammengespielt. Der ist schon nach dem Abstieg nach Hauptstadt gewechselt und ja, irgendwann hat er mich angerufen, hat gefragt, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte zum Probetraining. Da habe ich mir auch gedacht, Bayern, dies und das, war ja natürlich erst abgeneigt. Und irgendwann habe ich gedacht, gut, warum eigentlich nicht? Dann habe ich den einen oder anderen um Rat gefragt, wie Marian Zachert, war damals für mich einer der wichtigsten Personen im Männerbereich. Der hat sich um mich gekümmert, war wie mein Ziehvater, jetzt Trainer in Elversburg. Ja, und den habe ich unter anderem um Rat gefragt. Und er hat auch gesagt, ich soll den Schritt machen, ich kann nur gewinnen. Wenn es halt nicht ist, gehe ich wieder zurück. Ilmenau nimmt mich sowieso immer wieder. Ja, und da bin ich halt dahin gefahren nach Hauptstadt, habe gedacht, ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das ist ja wirklich nur eine Straße durch und das war's. Ja, und im ersten Training war super. Der damalige Trainer, der heute noch Trainer ist, Josef Franzic, war auch gleich begeistert. Dann ist er am dem Wochenende nach dem Probetraining ist er sogar nach Ilmenau gekommen, hat sich ein Spiel angeguckt von uns. Da habe ich auch 2 Tore geschossen und da war eigentlich dann für ihn schnell klar, dass er mich haben möchte. Und dann ging das eigentlich ruckzuck und wir haben uns in Schleusing im McDonald's, haben wir dann, habe ich dann meinen Vertrag dort unterschrieben für 2 Jahre. Sehr gut, das war damals Bayernliga, ne? Genau, das war zu der Zeit noch Bayernliga, das war das 2. Jahr, dann wo sie Bayernliga gespielt haben. Wie war so die 2 Jahre dann Bayernliga? Wie war der Unterschied zum Thüringer Fußball? Es war schon nochmal ein Quantensprung, oder? Von der Leistungsdichte. Ja, auf jeden Fall. Es waren ja 2 Ligen, die ich dann übersprungen habe, von Ilmenau und Hauptstadt. Und die Spielweise und alles musste ich mir auch erst dran gewöhnen, neue Mitspieler und alles. Am Anfang war es schwer, fand ich, für mich. Aber dann nach, ich sag mal, 3-4 Wochen Eingewöhnungszeit bin ich dann auch reingekommen. Habe meine Spielzeit bekommen und dann ab Winterpause war ich eigentlich unangefochtener Stammspieler. Und auch klassisch Mittelstürmer noch in Hauptstadt? Nee, oder? In der Hauptstadt habe ich auf dem rechten Flügel gespielt. Damals war ich noch schnell und wendig, was ich heute nicht mehr so bin. Ja, eigentlich war ich ja nur Stürmer, aber da hat Josef Franzic gedacht, er probiert mich auf dem Außen an, also aus. Und ich habe es anscheinend so gut gemacht, dass ich dann dort gesetzt war. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, habt ihr mit Hauptstadt dann auch mal in einem Relegationsspiel, ja, vor einer Kulisse, die hier in Thüringen so man eigentlich nicht erlebt, dann auch mal den Aufstieg verpasst, ja? Genau, das war das Aufstiegsspiel zur Relegation. Also wir sind Zweiter geworden damals hinter der Spielvereinigung Bayreuth. Und da haben wir 2 Spiele gehabt gegen die Schweinfurt. Das erste Spiel war zu Hause, bei uns in Hauptstadt, an meinem Geburtstag, vor 3000 Zuschauern. Das war der Wahnsinn, was dieses kleine Dorf da auf die Beine gestellt hat, von separaten Eingang, Securities und alles. Und dann 3000 Zuschauer in diesem wunderschönen kleinen Stadion, das war schon
wirklich, da haben wir, leider haben wir 3-2 verloren, das Hinspiel. Ja, und das große Highlight war natürlich dann 4 Tage später in Schweinfurt im Willi-Sachs-Stadion, im ehemaligen Zweitligastadion vor 5000 Zuschauern zu spielen. Das war schon der absolute Wahnsinn. Leider hat es dann nicht gereicht, aber trotzdem, das war Erinnerung, die ich meinem Kind irgendwann noch erzählen werde. Und das waren auch so die letzten Spiele dann für dich in Hauptstadt? Ja, genau. Dann, also meine Mutter ist ja dann krank geworden und alles. Und dann nach einem Jahr habe ich dann gesagt, oh, das war alles ein bisschen zu stressig mit den 3 Schichten noch. Da war jedes Spiel ein Auswärtsspiel. Ich bin ja in der Woche, glaube ich, 400 Kilometer immer hin und her gefahren, dadurch ich ja immer noch wohnen geblieben bin und bin dann 2-mal die Woche zum Training und am Wochenende zum Spiel. Ja, und es war dann auf Dauer einfach nicht mehr machbar, sagt man. Ich war praktisch nur zum Essen und zum Schlafen zu Hause und da habe ich dann auch gedacht, mein Vater, der schafft es auch nicht allein und ich muss mich jetzt Entscheidung treffen. Also familiär bedingt war es für dich auch gar nicht anders möglich. Du hättest nicht sagen können, ich breche jetzt erstmal meine Zelte immer noch ab und ziehe nach Schweinfurt oder ziehe nach Hauptstadt oder wie auch immer, kriege dort einen Job über einen Sponsor und bleib trotzdem irgendwie der Mannschaft erhalten. Das wäre keine Option eigentlich. Also wir haben, das war im Gespräch, ich habe mich mit dem damaligen, oder der heute noch Hauptsponsor ist, mit Marco Weigand, Billy, sein Spitzname, mit dem unterhalten, ist auch ein wundervoller Mensch, sehr liebenswert und alles. Der hat wirklich alles ermöglicht, was er machen könnte für mich. Und er hat auch gesagt, dass wir eine gemeinsame Lösung dann finden, aber im Endeffekt wollte ich dann halt meine Eltern nicht im Stich lassen. Wobei die Verlockung war dann schon groß, nächstes Jahr dann nochmal anzugreifen in der Hauptstadt. Aber ich habe dann für mich entschlossen, dass ich zurückgehe und ja, da war das auch ganz unkompliziert. Also ich habe denen dann das gesagt, warum, wieso, weshalb. Da hatten sie auch vollkommen Verständnis dafür und da haben wir dann meinen Vertrag aufgelöst nach einem Jahr. Sehr schön. Oder, ja. Der Weg führte dann zurück zur Germania. Und genau. Ich glaube, da hast du nochmal 4-5 Jahre, glaube ich, in Ilmenau gespielt, ne? Genau, 4 Jahre dann. Genau, 4 Jahre. Ich glaube, da waren 2 Jahre dabei, da seid ihr auch denkbar knapp jeweils am Aufstieg gescheitert, oder? Genau, also das war das erste Jahr, da sind wir ja von der Südstaffel in die Nordstaffel gewechselt. Und ja, damals in Ilmenau war auch, also die standen vorm Scherbenhaufen, wie heute, hatten eigentlich nur noch Studenten in ihren Reihen. Und dann haben wir, also als Freunde, ich habe ja meinen ganzen Freundeskreis hier, wir haben dann alle gesagt, wie wär's denn, wir haben einfach mal noch ein bisschen zusammen kicken in Ilmenau und so. Und dann haben 3, 4 gesagt, ja, sie ziehen mit, sodass wir dann auch nach Ilmenau gewechselt sind. Und so sind dann immer mehr Leute noch aus dem Kreis oder aus der Region, haben gedacht, ja, Ilmenau, das wird wieder was. Und die sind dann auch gekommen und im ersten Jahr sind wir 2. Platz geworden. Überraschungszweiter, hat keiner damit gerechnet hinter Rositz. Dann im 2. Jahr waren wir so dicht dran, dass wir nur wegen des schlechteren Torverhältnisses sich aufgestiegen sind. Gegen Meuselwitz dann? Genau, das war gegen Meuselwitz. Da haben wir jeweils beide Spiele deutlich gewonnen. Aber dann hat unsere Freunde aus Arnstadt leider das letzte Spiel, haben sie uns keinen Gefallen getan. Weil die haben in Arnstadt gespielt und wir in Kala. Naja, natürlich, Arnstadt hat uns keinen Gefallen getan. Ja, so sind wir nicht aufgestiegen wegen des schlechteren Torverhältnisses. Dann das Jahr danach sind wir, glaube ich, nur 3. geworden. Hinter Weida und Stadtroda. Ja, und dann im 4. Jahr, das war dann einfach nur ein Krampf, sage ich mal. Es hat sich über die Saison hinweg kontinuierlich durchgezogen, dass Spieler gesagt haben, sie haben keine Lust mehr. Und dann im Vorstand gab es ein paar Problemchen. Und das hat sich dann halt auf die Mannschaft abgewälzt. Und dann so sind halt die schlechten Leistungen rausgekommen. Man muss auch sagen, dass man dann hauchdünn noch den Klassenerhalt geschafft hat. Ja, und was dann halt das Jahr später passiert ist mit dem Abstieg, mit, ich glaube, 4 Punkte oder so haben sie geholt, das war dann einfach nur noch das i-Tüpfelchen auf dem Berg. Aber in den 4 Jahren hast du getroffen ohne Ende, ne? In den 4 Jahren habe ich getroffen ohne Ende, das stimmt. Wobei man auch sagen muss, dass ich super Mitspieler hatte mit Markus Finn, Christopher Thurau. Die haben die Linie, also Christopher Thurau ganz besonders die Linie rauf und runter geackert und ich musste eigentlich wie heutzutage in Martin Roda, wo Serda über außen reinzieht, die Bälle auf Benny in die Mitte spielt, ich musste noch Fuß reinhalten. Also in Ilmenau, das hat wirklich gepasst. Wir waren, sag ich mal, 11 Freunde, wir sind nach dem Spiel zusammen fortgegangen.
Das hat man auch auf dem Platz gemerkt, da ist der eine für den anderen gestorben und das hat uns, glaube ich, auch so stark gemacht. Ilmenau ist ja dann auch so ein bisschen ein Heimatverein. Ne? Wie sehr tut dir dann das auch weh, wenn du so die aktuelle Entwicklung siehst? Du hast ja dann, hast ja schon gesagt, dann gab es irgendwie 4 Punkte und den Abstieg. Ne? So richtig, also gefühlt so aus der Ferne, ich bin ja so nah nicht dran an Ilmenau, aber so richtig auf die Füße gekommen scheint man noch nicht zu sein. Wie beobachtest du da die Entwicklung und tut dir das ein bisschen weh? Ja, natürlich tut mir das weh. Das zerreißt dein Herz, wenn der Verein, für den man jahrelang die Knochen hingehalten hat, dann sag ich mal so, sich selbst zerstört. Wie jetzt, ich glaube, jetzt sind sie auch, glaube ich, letzter oder vorletzter wieder in der Kreisoberliga. Der Vorstand ist geschlossen zurückgetreten ab im April. Und bis jetzt ist noch kein neuer Vorstand da, der sich bereit erklärt, sag ich mal, den Kern aus dem Dreck zu ziehen. Ja, ich kann nicht sagen, wie es weitergeht. Im Sommer war Martin Roda sogar daran interessiert, eine Spielgemeinschaft zu machen mit Ilmenau. Also erstmal über Nachwuchs und dann hätte man die Weichen gestellt, vielleicht im Männerbereich was zu machen. Aber da haben die Trainer dagegen gestimmt von Ilmenau. Ja, das wäre, glaube ich, der letzte Strohhalm gewesen, sag ich mal, der den Verein noch am Leben gehalten hätte. Aber jetzt kennt keiner mehr Ilmenau auf der Fußballkarte, sag ich mal. Das ist schade. Gerade mit dem Stadion und alles drumherum. Ja. Es war damals ja so, wo du Ilmenau verlassen hast, haben viele gesagt, weil Marc Fernando gegangen ist, sind auch alle anderen gegangen. So kam es zumindest bei mir ein bisschen oftmals an, ne? Naja, das erzählen sie heute noch in Ilmenau, dass ich und Markus Finn, wir beide waren die Hauptschuldigen, dass Ilmenau jetzt da ist, wo sie sind. Aber die Leute wissen nicht, was hinter den Kulissen passiert ist und ich lasse sie dann auch nicht glauben, es bringt auch nichts zu diskutieren. Ich weiß, wie es war und ich bin mit mir im Reinen, deswegen. Ja. Du hast in den 4 Jahren Ilmenau einmal 31 Buden gemacht, einmal 37 Buden, bist aber trotzdem nicht Torschützenkönig geworden, habe ich rausgefunden. Ja. Ein Tor gefehlt zu deinem Kollegen aus Bad Lobenstein, ne? Genau, der hat Sebastian May auch ein richtiger Killer vom Tor, muss ich auch ehrlich zugeben. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass er 2 Jahre hintereinander Glück hatte, weil Bad Lobenstein hat beide Jahre hintereinander gegen den Tabellenletzten gespielt, die schon abgestiegen waren. Das war, glaube ich, einmal Stadt Ilm und einmal Gera Süd. Und da war bei Stadt Ilm sogar der Trainer im Tor und die sind da, glaube ich, nur 10 oder so angereist. Und eigentlich habe ich mich immer schon in beiden Jahren als der sichere Sieger gefühlt, weil ich, glaube ich, 3 oder 2 Tore jedes Mal Vorsprung hatte. Und dieser Sack hat jedes Mal 4 Tore gemacht in den letzten beiden Spielen. Aber er hat sich's verdient. Man sieht, dass er auch klasse ist, sonst hätte er nicht ein Tor mehr geschossen als ich. Und ich glaube, er zollt dir auch Respekt, wenn man seine Top 11 gesehen hat auf FUPA. Da war nämlich auch ein gewisser Marc Fernando im Sturm bei ihm. Zeigt ja auch, dass der Respekt, den du ihm entgegenbringst, oft von der anderen Seite kommt. Ne? Dass da sicherlich 2 Ausnahmekönner im Strafraum zusammen sind. Und ja. Am Ende wäre es okay. Ja, also, hast du gar nicht mitbekommen? Nee, die FUPA-Elf von Basti habe ich noch nicht gesehen. Ja. Aber wir schreiben ab und zu mal. Also wir sind auch so im Kontakt, weil man über die Jahre, mit denen man sich misst, kennt man sich ja und man tauscht Nummern aus. Letzter habe ich ihn sogar Karten für Borussia Dortmund gegen Paris besorgt. Und ja, wir verstehen uns gut und man schätzt sich, man kennt sich. Ich glaube, du bist sowieso der Spieler in unserer FUPA-Elf, der von den meisten anderen nominiert wurde bisher. Ich habe da keine genaue Statistik, aber es ist sehr auffällig, dass auch viele Gegenspieler von dir, also nicht mal unbedingt ehemalige Teamkollegen, dich nominieren. Da vielleicht mal kurz auch eingrätschend, ich habe natürlich auch mal deinen Trainer Robert Fischer gefragt, was muss ich denn den Marc unbedingt mal fragen? Dann sagt er, ja, der Marc ist eigentlich so ein kollegialer Typ, der ist super. Das Einzige, was vielleicht so ein bisschen sein Problem ist, er ist manchmal auch zu nett zu den Gegenspielern. Was meint er denn damit? Ja, also ich kenne ja viele Leute und ich kann mich noch an das Pokalviertelfinale in Bottrop erinnern. Da habe ich Michael Jüngling getroffen, mit dem ich auch einige Jahre in Ilmenau zusammengespielt habe. Und da haben wir uns halt, bevor wir auf den Rasen betreten haben, noch umarmt und alles. Da kam Robert auch, jetzt hör auf, so nett zu sein und alles. Ich bin halt so ein Typ, ich freue mich halt, wenn ich Leute sehe, die ich schon ein paar Wochen, Monate nicht gesehen habe. Und ja, vielleicht muss ich das noch abstellen, um ein bisschen aggressiver auf dem Platz zu werden, aber
Ich glaube, das kann ich nicht. Da bin ich wirklich. Würdest du dich dann auch selber nicht mehr, dir selber nicht mehr treu bleiben und wärst dann auch nicht mehr der, der jetzt geht? Genau, nicht, dass sie dann denken, jetzt, wir spielen Oberliga, ich trage die Nase sonst wo hoch, keine Ahnung. Aber das bin ich nicht. Wenn ich jemanden sehe, grüße ich den und gut ist. Ich hab gelesen und gesehen, dein Lieblingsspieler ist Didier Drogba. Genau. Wie kommt? Der Mann aus der von der Elfenbeinküste. Genau. Ja, hat er noch bei Olympique Marseille gespielt und da habe ich ein Champions League Spiel gesehen, da haben sie, glaube ich, gegen Real Madrid gespielt und bis dahin kannte ich ihn noch nicht. Und da war ich so verzückt von diesem Typen, wie er sich da vorne durchgetankt hat und wirklich die halbe Abwehr von Real Madrid alt aussehen lassen hat. Ja, und dann habe ich ihn halt verfolgt und ich glaube, das war dann das UEFA Cup Halbfinale gegen Newcastle oder so. Da hat er mit einer Körpertäuschung zwei Abwehrspieler vernascht und hat das Tor gemacht und seitdem liebe ich ihn, feiere ich ihn. Natürlich dann das absolute Highlight war 2003 der Ausgleich und der verwandelte Elfmeter in München. Das war, das sehe ich immer noch wie heute und dafür liebe ich ihn einfach. Ich finde es nicht so witzig, ihr beiden. Mein Herz schlägt für die Bayern das Finale daheim, da muss ich natürlich auch an Didier Drogba denken. Das war der absolute Wille da in, ich glaube, es war vorletzte Minute oder so, wo er dieses Ding an der kurzen Ecke gegen Boateng da mit Hilfe der Latte irgendwie reinwuchtet und man denkt so als Bayern-Fan, oh nein. Und das war die pure Angst dann, ja. Das stimmt, ja. Aber um mein Poesiealbum weiterzufüllen, Didier Drogba ist dein Lieblingsspieler, dein Lieblingsverein, habe ich jetzt auch richtig entnommen, ist nicht Paris Saint-Germain, sondern wahrscheinlich Borussia Dortmund. Genau, mein Herz ist schwarz-gelb. Ich bin schwarz-gelber, seitdem ich denken kann. Wobei, wie ich Dortmund-Fan geworden bin, ist auch eine kuriose Sache. Und zwar hatte mein Vater damals eine Dynamo Dresden-Tasse zu Hause. Und die war halt schwarz-gelb und ich habe halt nur das D gesehen und dachte als kleiner Junge, das ist Dortmund. Und ich war so verliebt in die Tasse und so bin ich Dortmund-Fan geworden. Das hat dein Papa, ist auch Fußball begeistert. Er stammt aus Mosambik, sind wir da richtig? Genau. Wie ist er nach Deutschland gekommen und du bist in Deutschland geboren, ne? Genau, ich bin in Deutschland geboren, in Ilmenau. Ja, mein Vater ist, glaube ich, 1984 nach Deutschland gekommen, weil die DDR hat ja damals ein Abkommen gehabt mit Mosambik, dass die im Glaswerk ihre Ausbildung machen. Ja, und so ist er nach Deutschland gekommen und hat dann meine Mutter kennengelernt im Glaswerk und seitdem ist er hier. Ich glaube, der ist länger in Deutschland, als was er in Mosambik gelebt hat. Okay. Falls du es noch nicht gesehen hast, wir haben gerade noch einen Gast bekommen in unserer FUBA. Hast du es nicht gesehen, Marc? Na, dann stell mal deine Einstellung um. Ja, er verpasst wieder alles. Servus, mein Freund. Ja, bei dir. Alles bestens. Schön, dich zu sehen. Schön, euch alle zu sehen. Jetzt dein Kind. Prost, Julius. Wunderbar. Ja, cool, dass du dich eingeklinkt hast, Julius. Marc, du siehst, wir haben den Julius mal mit eingeladen heute. Du hast ihn ja sogar schon erwähnt, dass er einer der entscheidenden Leute war, warum du überhaupt auch in Aufstadt gelandet bist. Und wir haben gedacht, wir fänden es ziemlich cool, wenn Julius sich mal einklingt, als kurze Überraschung, als Zusatzgast bei uns in der FUBA. Julius, der Marc hat vorhin schon erzählt, dass du eine treibende Kraft warst, dass er seinerzeit nach Aufstadt gewechselt ist. Wie ist denn das abgelaufen? Ja, das stimmt. Es gibt ja immer viele Kontakte in alle Richtungen und alle Fragen, wo gibt es noch gute Spieler irgendwo, auch im Osten, muss man ja da sagen. Und da fällt mir natürlich immer Marc Fernando als erstes ein, logischerweise. Immer als erstes, ja? Naja, ich kenne ihn ja sehr gut von meinen oder von unserer vorherigen Station und ich glaube, so Marc will man immer in der Mannschaft haben, er weiß ja, dass er jedem weiterhelfen kann und da ist mir als erstes eingefallen und ja, wir hatten auch schon ein paar Fühler ausgestreckt, also die Scouts damals und ja, die waren da relativ schnell einer Meinung, dass man den gerne nach Augsburg holen möchte oder würde und das hat man dann auch zum Glück geschafft, leider nicht so lange. Ja.
Ihr kanntet euch ja aus dem Jugendbereich in Ilmenau. Du bist ja aus Metzels bei Meining, hast zuvor in Walldorf gespielt, bevor du nach Ilmenau bist. Bist immer noch in Aufstadt, schon jetzt viele Jahre. Ihr seid ja aufgestiegen in die Regionalliga, hattet ein ganz gutes Jahr. Wie bitter, also nach dem Aufstieg, so aus der Ferne, denke ich, das kann man so sagen. Wie bitter ist es jetzt auch so für dich, dass ihr da jetzt so pausieren müsst, wo es eigentlich ganz okay lief in der Regionalliga? Ja, es ist sehr bitter, weil ich glaube, alle, wir wollen spielen, wir sind alle heiß, wir warten schon seit Ewigkeiten, jetzt geht die Bundesliga wieder los und ja, irgendwie, glaube ich, sind wir alle heiß und bei uns lief es echt gut, muss man schon sagen. Wir haben zwar 3 Spiele verloren gehabt zum Ende der Saison, aber im ersten Spiel, was wir ja schon spielen durften, lief es auch wieder eigentlich recht gut und ich glaube, es gibt nichts Bitteres, gerade wir sind ja auch nicht mehr die allerjüngsten, Magi. Da hast recht. Gerade in unserem Alter wird es jetzt irgendwann auch ein bisschen bitterer. Ich sage mal, mit 21 ist das wieder eine andere Geschichte. Da denkt man, kommt ein halbes Jahr ein bisschen Party und ein bisschen Freizeit. Aber so mit unserem fast 30, ne, ist man schon nervös und will eigentlich endlich wieder auf den Platz und die letzten Jahre so mitnehmen. Und ja, ich hoffe eigentlich, dass es jeden Moment irgendwie weitergeht. Wird ja im Moment tierisch intensiv diskutiert, zumindest bei uns hier in Thüringen, was jetzt nun die bessere Lösung ist, eine Saison fortzusetzen oder sie eben abzubrechen. In Bayern wurde es genauso entschieden wie in Thüringen, nämlich sie fortzusetzen. Wird das in Bayern eigentlich genauso intensiv diskutiert und gibt es da auch viele, die da auf die Barrikaden gehen gegen die Entscheidung? Wie nimmst du das da im Bundesland wahr? Ja, das ist alles genau das Gleiche wie hier in Thüringen auch. Es gibt die Fürsprecher und die Widerredner gegen diese ganze Geschichte. Ich finde es auch nicht so gut, dass man das jetzt irgendwie alles rausschieben will und dann noch irgendwann später starten will. Ich meine, es bringt uns ja allen nichts mehr so richtig, ne? Meine, die Saison wäre jetzt, wir hätten gestern das letzte Spiel schon gehabt, also ich wäre heute eigentlich schon in Urlaub. Also ist alles ein bisschen verrückt, wenn man das irgendwann nachholen will, weiß ich nicht, wie man sich das vorstellt, aber ja, es gibt genauso da die Gegensprecher. Ja. Mancher sieht so, mancher sieht so und ja, jede Menge heiße Diskussionen und mittlerweile kann man es eigentlich nicht mehr hören. Ja, es ist wie gesagt, es ist schwierig, die Fußballfreunde reiben sich da im Moment dran auf. Ne? Ja, das stimmt. Der André hat es gerade schon gesagt, wir haben auch versucht, den Marc mal so ein bisschen zu charakterisieren als Fußballer und als Mensch. Und Marcs aktueller Trainer, Robert, sagt, manchmal ist er viel zu lieb. Jetzt können wir es von dir auch aus erster Hand erfahren. Du hast ja in Ilmenau und Aufstadt mit Marc gespielt. Wie ist Marc? Wie ist Marc auf dem Platz? Wie ist Marc als Mitspieler? Wie ist Marc in der Kabine? Wie ist Marc als Fußballkumpel? Okay. Ja, jetzt mach dich gefasst. Also, nee, als Mitspieler, also rein fußballerisch, muss man sagen, also er ist absolut ehrgeiziger Mensch. Ich glaube, es gibt nicht viele, die noch ehrgeiziger sind als wir zwei manchmal. Er hat eine super rechte Klebe, er ist schnell, er will immer gewinnen. Ich glaube, es gab nie ein Spiel, wo er irgendwie gesagt hat, naja, heute habe ich keinen Bock oder so. Könnte ich mir jetzt auf jeden Fall nicht dran erinnern. Also er ist absoluter Teamplayer auch, also man braucht ihn. Wenn man ihn kennt, weiß man, ihn will man gerne in der Mannschaft als Mitspieler haben. So allgemein als Mensch, ich glaube, ein Kumpeltyp durch dick und dünn. Ich glaube, selbst wenn wir uns jetzt schon ein paar Tage nicht gesehen haben, wenn ich dich bräuchte, wärst du auch da zur größten Not. Also ich glaube, ja, Pferdestehlen beschreibt es recht gut. Also mit dem Marc kann man Spaß haben, Pferde stehlen und glaube ich auch ein absoluter Familienmensch. Also da geht ja nichts unter die Kuhhaut, auf Deutsch gesagt. Also ich kenne ja auch die Familiensituation und den Vater und alles sehr gut. Und wer das weiß, der weiß, dass Marc ein absoluter, ja, ein Herzensmensch ist, was ihn auch ja gegenüber manchen anderen Leuten sehr auszeichnet, glaube ich. Und ja, abseits des Platzes in der Kabine auch mal ein ordentliches Firebeast. Gerade wenn man seinen Sonderspitznamen eigentlich kennt. Ich weiß nicht, ob du den schon verraten hast. Nee, noch nicht. Der muss noch in meinem Poesiealbum auf jeden Fall. Das habe ich noch auf meiner Liste stehen, ne? Okay. Raus damit. Willst du oder soll ich? Na, sagst du ruhig. Also eigentlich kennt man fast überall, glaube ich, als 50.
aus den damaligen 50-Cent-Zeiten. Und wer Mark kennt und auch mal eine ordentliche Feier miterlebt hat, ja, wird schon in so einen kleinen Rap-Genuss gekommen sein. Rappst du, Mark? Na, boah, nur nach dem dritten Havanna Cola nur. Okay. Du trinkst du heute kein Havanna Cola dazu? Nee, ich faste gerade. Ja, eigentlich müssten wir dich zu einer Kostprobe auffordern jetzt, ne? Ja, das war fies, gell? Das war fies, ja. Ja, okay, kommst du drum rum? Ja, Marc, es geht ja runter wie Öl, was Julius sagt. Da kriege ich ja hier voll Gänsehaut. Wie ist das für dich, das über dich zu hören? Na, schön. Ich freue mich, dass er so denkt über mich und kann dasselbe nur zurückgeben. Ist auch ein wunderbarer Mensch, sein Vater. Alle wirklich, ich habe alle in mein Herz geschlossen. Schade, dass wir wirklich leider nur noch ein Jahr in Aufstadt zusammen gespielt haben. Ja. Und ich glaube, wir haben es auch jetzt schon über ein Jahr nicht mehr gesehen, weil es immer mal nicht gepasst hat, dass wir uns sehen. Weil ab und zu mal fahre ich immer noch nach Aufstadt, so oft wie es geht, aber jetzt noch mit Kind und alles, das ist noch schwieriger. Und ja, ich hoffe, dass das endlich bald vorbei ist und dass ich euch mal wieder besuchen kann in Aufstadt. Das wäre schön, dass man sich endlich mal wieder sieht. Herr Julius, du könntest ja auch nochmal in Thüringen Fußball spielen und dann könnt ihr da noch gemeinsam auf dem Platz stehen. Ist das in Planung? Hast du ja gesagt, bist nicht mehr der Jüngste, vielleicht musst du mal in meiner Liga tiefer spielen irgendwann. Vielleicht wäre ja ein Testspiel zwischen Hauptstadt und Martin Roder ein Weg, wo die beiden wieder zusammenfinden. Das wäre auch eine Idee. Tja, wenn er vorbei will, wird es aber schwierig, da kann ich ja nicht mit Freundschaft kommen. Ah, so schnell bin ich nicht mehr wie früher. Okay. Ja, außerdem ist er ja lieb, also er würde dir den Ball genau. Wahrscheinlich freiwillig geben. Hey, ich glaube auf dem Platz dann nicht. Aber ich glaube, vielleicht wäre es mal eine Überlegung wert. Das stimmt, ja. Sieht. Und sehen wir dich denn irgendwann nochmal in Thüringen Fußball spielen, Julius? Ja, das ist eine gute Frage. Ich wohne ja derzeit noch in Meiningen und vielleicht... Wenn sie Knochen doch nicht mehr hermachen und mein Kleiner doch ein bisschen mehr Zeit braucht oder irgendwas ansteht, dann bin ich für alles offen, sagen wir mal so. Ja, zurzeit bin ich sehr glücklich in Hauptstadt. Der Marc kann das ja sagen, das ist eine Gemeinde dort, genau. Die voll hinter dem Fußball steht, hinter allen Spielern steht, wo auch die Transferpolitik relativ ja, sauber läuft, ne, wenn man sagen kann, man achtet auch aufs Menschliche. Und ja, solange das der Körper mitmacht und es Spaß macht, das ist das Wichtigste, werde ich erstmal dort bleiben und ja, mal schauen, wo es mich dann hintreibt. Ja, bist du hier auch aus Meiningen noch sehr geschätzt. Ich habe gesehen, ich weiß nicht, ob du selber gesehen hast, Kofi, Daniel Kohr vom VfL Meiningen hat dich in seine Top 11 gewählt, ne? Also da wird schon auch beobachtet. Wie du so in Hauptstadt unterwegs bist, nach wie vor, trotzdem man jahrelang nicht mehr gegeneinander oder miteinander gezockt hat, ne? Ja, stimmt, habe ich durch Zufall entdeckt. Und ich habe gesehen, du hast neben mir gespielt in der Verteidigung. Ja, das passt halt gar nicht, ne? Ja, das sind Welten dazwischen. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich soll wahrscheinlich das Bier mitbringen. Wie ist bei euch? Trainiert ihr schon wieder? Wir hatten Marc vorhin mal gefragt. Viele in Thüringen fangen jetzt wieder an mit Gruppentraining. Ist da bei euch auch schon was angesagt? Nee, bei uns derzeit noch nicht. Also wir trainieren 2 bis 3 Mal die Woche, auch über Zoom-Meetings mit der kompletten Mannschaft, mit dem Fitnesscoach, alle von daheim aus. Aber auf dem Platz sind wir derzeit noch nicht. Werden wir jetzt auch erstmal nicht gehen. Wir werden ja, wahrscheinlich jetzt noch 1-2 Wochen trainieren. Und individuell halt daheim noch trainieren. Ich muss das sagen, teilweise trainiere ich mehr als in der Saison wahrscheinlich. aber ja, wir werden dann, glaube ich, erst wieder im Juli starten, dann richtig mit der Vorbereitung draußen. Also man wird es da bei uns jetzt erstmal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Okay. Weil der Start ja für September geplant ist. Und, ja, halte ich auch für sinnvoll. Ja. Obwohl ich schon bald nicht mehr weiß, wie der Ball aussieht. Und Marc, bist du da ähnlich fleißig eigentlich? Oder gibt ja solche Typen und solche Typen. Oder sagst du, ja, wenn Training ist, bin ich da. Aber wenn jetzt gerade so eine Phase ist,
motivationstechnisch muss ich schon meinen Schweinehund überwinden, wie ist das bei dir, Marc? Na, also trainingstechnisch, glaube ich, habe bei uns im Training jetzt in 2 Jahren, das kann ich glaube ich in einer Hand abzählen, wie oft ich nicht da war. Ja. Aber jetzt so in der Phase jetzt ist natürlich schwer, sich nochmal selbst zu motivieren, aber einmal die Woche ist Markus Finn bei mir und da machen wir immer zusammen was und gucken dann zusammen abends noch Fernsehen, essen was. Weil er ist jetzt leider nach Erfurt gezogen. Wird gleich wieder alles versaut, wird trainiert und dann eine Pizza gegessen und Bier gesoffen. Nee. Achtet Markus schon drauf, dass es immer Salat gibt. Ah, okay. Ja, nee, der ist Robert, einmal die Woche. Dank. Er ist einmal die Woche immer da, da machen wir was zusammen und ansonsten, also 2-3 Mal die Woche mache ich für mich selbst auch was. Also das muss man schon machen, weil sonst kommt man ja wirklich außer Form. Ja. Ja, gerade wenn die Ziele sich dann nächste Saison nicht ändern für euch, ja, ihr dann gerne auch sportlich in der Oberliga verbleiben würdet. Du hast ja gesagt, du bist guter Dinge. Ist die Stimmung dann bei euch auch dahingehend, dass er sagt, nee, also nächstes Jahr von Anfang an mit Punkten, ja? Ja, also ich glaube, es brennt jeder und es war jeder geknickt, dass es jetzt so abrupt geendet hat, nachdem er so gut drauf waren und ich glaube, es brennt jeder von unserer Mannschaft, endlich wieder auf den Platz zu kommen und um Punkte zu kämpfen in der Oberliga. Sieht ja auch so aus, als ob ihr nächstes Jahr dann gegen Rot-Weiß Erfurt spielt in der Oberliga. Ist das was Besonderes? Ja, natürlich ist es was Besonderes, wenn man gegen so einen Traditionsverein mal selber spielt. Sonst kennt man sie ja nur aus dem Fernsehen. Und jetzt spielt man gegen sich selber. Am schönsten wäre natürlich noch im Steigerwaldstadion, aber das muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Und ja, also ich würde es schön finden, gegen Erfurt zu spielen. Jo, André, hast du noch offene Punkte aus deinem Poesiealbum? Ja, er hat ja gesagt, er fastet, er will auch kein Bier gerade trinken. Was trinkst du denn sonst gerne für ein Bier? Also Bier trinke ich eigentlich gar nicht, wenn dann ein schönes Radler. Schönes Radler gibt es nicht. Kennst du aber unsere Freunde vom FC Southampton nicht, oder? Ja, nee. kennst du die Titelmusik von der FUPA nicht mal? Da gibt's ein paar Jungs, die studieren in Schmalkalden und die versuchen sich auch musikalisch und die kämpfen gegen den Konsum von Radler, weil sie finden, dass damit das Bier unverhältnismäßig verunreinigt wird. Und deswegen kämpfen sie dagegen an. Ja, also wenn du dir dann hier unser Interview anschaust, dann hörst du mal genau auf den Titelsong des Interviews. Das sind die Jungs aus Schmalkalden und die spielen bei Flo Seligenthal in der Kreisoberliga. Okay, das mache ich. Ja, André, wenn das dein letzter Punkt war, ja, dann... Trotzdem noch Spitznamen habe ich jetzt erfahren. Da war Julius dankenswerterweise ja bei uns, hat ihn uns verraten. Ja, 50. Genau. Okay. Dann haben wir noch eine Frage, Marc. Wer sollte denn mal hier in der FUPA zu Gast sein? Welchen Spieler sollten wir mal hier interviewen und mal mit ihm ins Gespräch kommen? Wen findest du da interessant? Also, mich würde gern mal Lukas Sutra interessieren von Jena Lobeda, den ich auch schon sehr lange kenne. Leider ist er beruflich immer eingespannt, sodass er kaum auf dem Fußballplatz steht. Das hätte das auch wirklich zu noch höher bringen können. Und ja, es wäre schön, wenn ich ihn mal hier sehen würde. Also mir das Video angucken würde von ihm. Okay. Ja, versuchen wir. Ich würde sagen, der hätte auch den Sprung höher schaffen können, ne? Ja, definitiv. Er hat ja in Jena gespielt. Und ich glaube, mit ihm war ich auch mal in Bremen mit Jena. Da haben wir ein Testspiel gemacht gegen Werder Bremen vor dem Weserstadion. Und da war er auch schon mega drauf. Okay, werden wir forcieren, André. Super. Sehr schön. Jo, dann danke ich euch allen fürs Kommen hier aus der zweiten Runde aus der FUPA. Julius, cool, dass du dich zugeschaltet hast und uns noch was über Marc verraten hast, was er scheinbar für sich behalten wollt. Und ja, an der Stelle ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Nein, ich sag nein zu Radler, ich sag nein. Keiner muss ein Radler-Trinker sein. Nur mit Bier können die Legenden sein.
Nein, alle Stimmen nein! Es ist Samstagabend und wir gehen in den Club. Alle Kisten leer gesoffen. Hey, wo bleibt der Nachschub? Am Club angekommen, geh ich direkt an die Bar. Seh die geilste auf der Insel, doch was trinkt sie denn da? Sie war meine Traumfrau, doch nun ist es passiert. Limonade mit Bier, ich glaub, es hagelt bei ihr. Die Liebe meines Lebens ist heute für mich gestorben, denn sie hat durch ihre Taten nun ein reines Bier verdorben.